Herthas Lazarett ist bereits gut gefüllt. Jetzt sorgen sich die Berliner auch noch um Neuzugang Nemanja Radonjić, 24. Berliner Jubel über den Punktgewinn in Stuttgart. Getty Images der serbischen Nationalspieler, den Hertha BSC am finalen Tag der zurückliegenden Wintertransferperiode von Olympique Marseille ausgeliehen hatte, war am Samstag im Auswärtsspiel beim VfB Stuttgart, 1:1, nach 58 Minuten eingewechselt worden. Bereits während des Spiels machten dem Linksaußen, der am Montag seinen 25. Geburtstag feiert, leisten Beschwerden zu schaffen. Am Sonntag ließ er das Training aus. Man hat das schon im Spiel gespürt, sagte Hertha-Coach Beldadei am Sonntagmittag in einer digitalen Mitnehmung. Er wollte nicht schießen, nur schieben. Da hatte er ein bisschen Probleme. Wir müssen jetzt sehen, wie ernst. Hoffentlich kann er die nächsten Tage wieder trainieren. Fendt fehlt wohl gegen Leipzig, damit Javairo de Rosun, ein etatmäßiger Linksaußen, bereits seit Wochen wegen einer Bänderverletzung im Knie fehlt. Treff für die Berliner ein Ausfall von Radonjić. Der Neuzugang agierte in Stuttgart zwar nicht so wirkungsvoll und zielstrebig wie in der Woche zuvor bei seinem Bundesliga-Debüt gegen den FC Bayern, 0:1, aber als Flügelspezialist wird er im Abstiegskampf gebraucht. Erst recht, weil ungewiss ist, wann de Rosun zurückkehrt, und weil der in Stuttgart auf links beginnende Mateus Cunha zentral wertvoller ist. Neben dem Niederländer de Rosun fehlten in Stuttgart auch Kapitän Dedrick Boyata, Marvin Plattenhardt, Jordan Torunariga und Jon Córdoba verletzt, allesamt potenziell. Ob einer aus diesem Quintett im nächsten Spiel gegen RB Leipzig am kommenden Sonntag zurückkehrt, ist ungewiss. Ich habe vom Doc nichts so Positives gehört, dass ich sage, der oder der spielt gegen Leipzig. Ich glaube nicht, dass am Dienstag, wenn wir wieder trainieren, einer der verletzten Spieler auf dem Platz. Gündoğan ab jetzt immer mit Maske? Immerhin, Matteo Gündoğan, der in einem Trainingszweikampf unter der Woche eine Knochenprellung im Mittelgesicht erlitten hatte, hielt in Stuttgart 90 Minuten. Der Kapitän der französischen U21-Nationalmannschaft begann die Partie mit einer Carbonmaske, derer er sich während des Spiels entließ. Er hatte den Willen, mit dieser Verletzung zu spielen, und hat im Zweikampf und bei Kopfbällen keine Angst gezeigt, lobte Dardai und schob lächelnd hinterher. Ich hab ihm gesagt, er sieht mit Maske besser aus. Jetzt überlegt er, sie immer zu tragen.